Ahoi, da, was geht ab, Leute? Hong hier. Korean Egg Drop Sandwich. Falls ihr das kennt, dann wisst ihr, jetzt wird's saftig. Falls ihr es nicht kennt, ja, dann wird's Zeit. Let's go. Yo, ich hatte hier letztes Jahr die schlimmste Scheißerei meines Lebens. Oh, ich muss mich hinlegen. Ich habe böse Bauchschmerzen. Das ist der schlimmste Durchfall, den ich in meinem Leben jemals hatte. Pop-up Store, den gibt's nur am Wochenende. Da benutzen die Fläche von diesem Laden hier. Ich mag die Karte. Edel, Digga. Die Karte ist minimalistisch. Drei Arten von Neckdrop, drei Arten von Croissant-Waffel und ein paar Drinks. Bro, das ging ja anders schnell. Das muss auch gut umgehen, Digga. Boah. Also für alle, die es nicht kennen, das ist einfach nur Milch und oben ist Kaffeeschaum. Der Laden ist sehr schön, sehr stylisch. Ich mag die Verpackung hier, ich mag die Speisekarte. Sehr Instagrammable. Also ich kann schon verstehen, dass er gut abgeht. Der könnte noch krass abgehen, der ist ja nicht mal voll hier. Also drin ist auch gut besucht. Also gut besucht, aber nicht voll. Schau mal. Ich habe letztens Short hochgeladen, die besten Gaben in meinem Leben. Die waren in Amsterdam. Das beste Eggdrop-Sandwich in meinem Leben, das war in Amsterdam. Das beste Sushi in meinem Leben, das war in Amsterdam. Boah, der Laden war echt krass. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon gesagt habe oder nur Instagram, aber ich würde dem Laden 9 bis 9,5 von 10 geben, tatsächlich. Wild, Mann, wo beißt man da rein? Sei es geil, das ist so schön flüssig. Medium Rare, kann man es zusammen bei Ei? So sieht das aus. Merkt ihr was? Abgesehen davon. Das ist die Hälfte des Sandwich und es ist bereits kein Fleisch mehr da. Genauso. Yo, Fazit-Time. Es war solide. Ich gebe im Ganzen eine 7,5 von 10. Essenstechnisch nur eine 7, aber es ist Instagrammable, es ist fresh, es ist hip. Bisschen Instagram und so. Ist okay, kann man machen. Deswegen nochmal einen halben Punkt. Yo, Bulgogi-Fleisch war ein bisschen zäh und extrem wenig. Ich habe ja noch das Gewinnspiel ausgelost. Und es hat sich jeder gemeldet, außer einer. Der dritte Gewinner hat sich nicht gemeldet. Das heißt, der vierte, der darf sich jetzt von den letzten zwei Sachen, die übrig geblieben sind, was aussuchen. Und den vierten, also der dritte, der jetzt rund auf 4 gerutscht ist, den werde ich wahrscheinlich nochmal neu auslosen. Ich gebe ihm noch ein paar Tage Zeit. Und dann lose ich das nochmal neu aus und der kriegt dann das, was übrig bleibt. Dann muss ich auch schon schlafen gehen, weil heute Nacht kommt UFC. Sehr gutes Pay-Per-View-Event. Die Jungs sind leider nicht am Start, weil morgen ist auch noch Chongs Turnier. Für das Turnier wollen die natürlich fresh und ausgeschlafen sein. Ja, guten Morgen, Leute. 4 Uhr morgens, UFC fängt an. Let's go, Main Event. Das ist unser Boy, Leute. Easy. Come on, Wolf. Easy 2-0 Volkanovski, Baby. Come on! Finish! Habt ihn! Habt ihn! Habt ihn! Komm! Nice! Mein Gott, bist du bereit? Oh mein Gott, Mann! Geht ab! Nico away, Leute! Oh, Alter, was geht, Mann? Die Bubbles hier, oder was? Tragisch ist Schlag gegangen, er kommt nicht. Echt? Ja, Mann. Ja, wer eh nicht auf. Hey, Digga, was geht? Was geht ab, Bro? Gut, gut, gut. Bei dir? Was geht ab, Mann? Alles mit? Ja, was geht ab, Bro? Yo, was geht? Jungs, was geht? Fred Brothers hier. Ich bin heute alleine auf jeden Fall. Wir haben alles dabei. Ich mach direkt mal Werbung. Oh, ja, zeig mal, Peace. Mach gleich auf. Kennt ihr das, wenn Zocko ernst macht, Leute? Dann packt immer den aus. Gott, ich kann sogar schaffen, oder? Zwei Leute. Wir gegeneinander spielt das so mit. Super saftig, Alter. Hong versucht mich wieder in den Kryptomarkt einzubringen. Hey, also erstmal,
Das ist eine Top-Secret-Information hier. Achso, okay. Mert hat die nur mitbekommen, weil er zufällig dabei war. Achso. Ja, ja. Aber der Call war interessant. Mert hat super Insider-Informationen jetzt abgestaubt. Du brauchst gar nichts wissen. Du musst nur Mert sagen, hey, let's go. Genau. So ist es. Okay, Bro. Wenn Horn das sagt, dann glaube ich tatsächlich. Zu Restaurants gehen und holen, Mann. Aber ich weiß nicht, ob das günstiger ist oder. Nächste Woche Valhalla. Ich bin dabei, Mann, aber ich weiß nicht, ob die anderen dabei sind, Mann. Also Badischmann hat heute sogar enttäuscht. Weiß nicht, Tati, ob er safe kommt. John, also jetzt schon Bock, Mann. Film nur, aber ich hau in ein paar Minuten an. Super. Schön, dass du da warst, Mann. Tschüss. Alter, mach's gut. Rogan sich einen Burger. Läuft du nächstes? Läuft gut, Mann. Ich schwör, richtig top. Hamdallah. Top organisiert, Mann. Ja, natürlich. Genau. Wie ist die Stimmung? Ich habe gesehen, viele haben gegessen, viel Umsatz. Ja, Mann, immer viel geil. Umsatz, richtig gut. Kartenhändler hat richtig hohen Umsatz gemacht, er will keine Schrankgebühren zahlen. Also dazu sage ich gar nicht, Jungs. Jeder ist zufrieden. Das waren 4 Transaktionen heute. Schönes Wetter heute. Die Leute sind zufrieden. Aber geiles Turnier, Mann. Geiles Turnier. Geile Location. Also Jungs, Location ist echt cool. Geile Location, geiles Essen. Wirklich auch so, einfach die Leute hier, mega. Ich freue mich auf die nächsten Leute, die kommen. Go Champions League, ihr seid dabei. Ja, perfekt. Zack. Wir sehen uns Ende des Monats. Jungs, ein erfolgreicher Tag geht zu Ende. Wenn ihr Karten braucht, schaut bei den Trainers vorbei. Ihr seht, alles da, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, One Piece, Dragon Ball, alles am Start. Ja, wenn ihr was braucht, könnt ihr euch gerne bei uns melden unter Trade Brothers. Yo, es war ja auch noch C-Day Classic. Ich habe ein Ticket bekommen und das lasse ich nie verschwenden. So, hier müsste Turtok rauskommen. Oder auch ein Shigi, ups. Aber dann als Hauptbelohnung gibt es Turtok. So. Yes. Und dann haben wir es geschafft. Buh! Einfach fabelhaft! Nochmal vielen Dank für das Ticket. Übrigens, unser Kollege Nico, der uns zum Turnier gefahren hat, hat das Yu-Gi-Oh! Turnier gewonnen. Kurs geht raus. Er ist auch Reisevlogger und hat einen Kanal. Checkt den ab. Ja, das war's von mir. Egg Drop Sandwich. Ich finde, davon sollte man mehr Videos machen. Nicht immer nur Döner, Pizza, Burger. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Wenn ihr wisst, Bitcoin, DeFi und Crypto. Crypto Cashflow generieren und jeden Tag tracken. See you business und ciao.